Hallo und herzlich willkommen wieder hier in StarCraft 1. Das Ödland haben wir gerade vorhin schon abgeschlossen und jetzt sind wir hier in der zweiten Mission beim Außenposten. Also das Tutorial haben wir auch mal kurz mitgespielt am Anfang. Und jetzt geht es zum Außenposten. Ich starte die Mission direkt mal. Und da gehen wir wieder in die Besprechung rein. Empfangübertragung. Kommunikationsverbindung aufgebaut. Was ist los, Jungs? Ich habe eure Flüchtlinge richtig gemütlich untergebracht. Falls ihr weiteren Überraschungen von euren konföderierten Freunden aus dem Weg gehen könnt und wir die Jungs von diesen Viechern fernhalten können, dann sollte eigentlich alles in bester Ordnung sein. Roter Alarm. Backwater Station wird von unbekannten Organismen angegriffen. Wie soll es auch anders sein? Notsignal aktiviert um 06:58. Alarmiere Hauptquartier der Konföderation auf Tarsonis. Achtung, empfange Übertragung. Wir haben das Notsignal vom Backwater bereits empfangen und wir werden uns darum kümmern. Ihr bleibt, wo ihr seid. Wenn wir glauben, dass für euch etwas wichtig sein könnte, werden wir euch schon informieren. Verdammt! Hört mal zu. Wenn wir warten, bis die Konföderation Verstärkung schickt, ist die Station im Eimer. Ich werde mal rausfahren und sehen, ob ich helfen kann. Ihr schickt einen Teil der Miliz los und wir bringen die Leute da in Sicherheit. Vertraut mir. Okay, machen wir. So, also löschen Sie die Verseuchung durch die Aliens aus. Rainer muss überleben. Dann starten wir mal die Mission. Mann, ist das schön, euch zu sehen, Jungs. Dann wollen wir mal für ein bisschen Action sorgen. Ja, danke. Dann mal los, Commander. Schnell die. Das Spiel noch geladen wird. Das ist ja faszinierend. So, da oben haben wir direkt Gas. Hier haben wir direkt einen Marine. Ja, nicht A. M. Okay. Ach gut. WBF Abflug bereit, Sir. So, du bist direkt Befehle, da. Ja. Captain. Braucht mir direkt mal eine Reihe ab. Nochmal einen so einen WBF. Damit es direkt schneller geht. Wir setzen direkt eins noch in der Reihe. Ja, noch so. M. Ja, und da ist unser Jimmy. Hat sogar Minen dabei. Bin Minen. So. Melde mich zum Dienst. So, direkt auch mal das Gas hier. So. Noch einer gebaut. Jawohl. Commander! WBF Abflug bereit, Sir. So, dann gucken wir mal, was wir noch bauen können. Nicht genügend Mineralien. Ja, komm. Bestätigt. Endlich. Warte mal, das da vielleicht attacken. Ja, komm. Pause, Mittagspause, Jungs. So. Verstanden. Ah, sie machen direkt weiter. Sehr gut. Ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen schneller geht hier mit dem Ressourcenabbau. Und dann bauen wir mal erst noch ein paar Dutzend Drohnen. Oder wie viel bauen wir? WBF Abflug bereit, Sir. Noch eine. Ja, Sir. Die nächste baut dann, ja, das sieht schon mal nicht so schlecht aus. Der nächsten bauen wir dann oben direkt die Raffinerie. Und dann. WBF Abflug bereit, yes, Jimmy. Ja. Ja, Sir? Ja, probieren wir direkt die Raffinerie. Und noch eine Drohne hinterher. Oder ein WBF. Ja, und dann gucken wir mal gleich, was in der Fabrik los ist. Verstanden! Und noch einen und dann. Wir fahren erstmal los hier. Tap. Ja. Das könnte gut werden. Gucken wir mal. Oh. Na klar! Da sind direkt die Zerg. Hört sich gut an. Und hier sind glaube ich auch direkt Zerg, ne? Alles bereit, klar! Oh. Hört sich gut an. Na komm. Aber klar doch! Das könnte gut werden. Die
Setting erstmal platt. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Stille halten! Hier ist Jimmy! Gucken wir erstmal, was hier unten los ist. Hört sich gut an. Aber ja, klar doch! Viele. Das könnte gut werden. Abflug bereit, Sir. Na klar! Und ich glaube, hier hinten war noch nicht. Hört sich gut an. Oh. Aber klar doch! Gut verlassen. Na klar! Ja, komm schon. Aber klar doch. Na klar. Aber wir begeben uns erstmal wieder zurück hier. Ja. Ja, ein paar. Ach. Hier hin. Kommt, Jungs. So. Ja, Sir? Du baust mir hier so ein. Gehst dann hier hin. Und du brauchst ihn hier hin. Verschieben doch und bis dahin. Allzeit bereit. Commander, Befehle, Captain? Dann mal los, Commander. Und du gehst mir hier hin und. Aber klar doch. WBF Abflug bereit, Sir. Was zum Teufel ist denn das? Sieht ja aus, als würde der Boden hier leben. Ja, tut er auch. Commander, hört sich gut an. Befehle, Captain? Alles klar, Befehle. Los geht's. Noch nicht. Ah, doch. Das ist ja. Commander. Hier ist Jimmy. WBF Abflugbereit hier. Na komm. Bin fertig. Alles fertig. Komm, hier gleich direkt die Minigun. Melde mich zum Dienst. Befehle, Captain? Halt, ja, auf geht's. Bereit, Sir. Hier war noch ein Stacking. Hoi. Noch gekillt, oder? Aber klar doch. Hm. Und dann noch mal Gas, ne? Das könnte gut werden. Na klar! Hört sich gut. Aber klar doch! Komm. Direkt hier die Kriecher. Kriecher-Kolonie direkt machen, ne? Hört sich gut an. Da haben wir direkt den Bunker gecaptured. Danke für die Rettung. Wir haben uns vor den Zerren und deinen Haken in diesen Bunkern versteckt. Jawohl. Bestätigt. Dann geht man nach dort unten. Rainer hier. Aber klar doch. Die Dinger dürften hier schon eine ganze Weile stehen. Könnten aber nützlich sein. Das könnte gut werden. Boah, soll ich ballern? Dann haben wir gleich direkt zwei Marines hier. Hier weiß ich nicht. Feuer gefällig. Boah, soll ich ballern? Ja. Ja, die Feuerwehr. Sollen wir einheizen? Komm, da tun wir auch einen rein. Ich höre. Hier ist Jimmy. Na, hab ich den noch nicht erobert? Das könnte gut werden. Wollte ich gerade sagen. Hier ist Jimmy. Ja? Wieso seid ihr denn jetzt stehen geblieben? Oh, das lohnt sich ja bald gar nicht mehr. Bestätigt! Verstanden! Hier ist einfach sofort, Sir! Feuer gefällig! Ja, Sir? Okay, okay, okay. Kann's kaum noch erwarten! Hier ist so, Jimmy! Hier geht noch mehr hin, hier. Komm, alle raus. Sollen wir rein? Brauchen wir nicht. Und hier. Nein, kann man nicht aber. So. Feuer gefällig. Melde mich zum Dienst. Was für eins. Ja, Sir? Jetzt. Verstanden. Jetzt alles Roger. Um. Ja. Gut. Feuer gefällig. Ja, jetzt haben wir auch ein paar Feuerfresser. Ja. Ach ja.
Da war ja was. Geht ja eh nur. Oh, und dann mal los, 2. Dann geht's mal los hier. Ja. Alles fertig. Natürlich. Allzeit bereit. Alles ist fertig. Ach, das hat ja, sich nicht fertig. Ja. Jungs. Fackelt sie ab. Hier noch ein Update. Ja. Das sollen wir reinheißen. Unsere Munition nehmen wir natürlich auch. Feuer frei. Dann mal los, Commander. Oh, direkt hier. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Ja, okay, dann mal los, Commander. Hört sich gut an. Muss. Feuer frei. Schaffen wir auch so. So, die Zeltlinge noch. Yes, Jimmy. Müssen wir das schon nach Rüsten nehmen, ne? Feuer frei. Yes, Jimmy. Hier ist der Kasse. Was war denn hier? Waren dann nur die Hydralisten? Ja. Will ich erstmal sehen hier. Bevor wir da hochgehen, wir machen hier nochmal das Update. 3, 4 Marines. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Ja, was soll das denn? Was ist denn hier? So. Ihr begebt euch nach hier oben. Verstanden. Wo du einer bist. Ja, Sir? Wir brauchen mich hier. Nicht das. So, dann ein Versorgungsdepot nochmal hier oben. Upgrade fertig. Okay, das Upgrade. Das war das hier, ne? Dann machen wir hier noch Stimpack. Machen hier ein paar Marines rein. Hier noch ein paar Feuerfresser. Und dann soll es gut gewesen sein. Wie komme ich denn da hin? Da war ich doch schon, oder? Was hast du hier vor, Rainer? Na guck. Das könnte gut werden. Da sind doch noch die Ressourcen. Feuer gefällig. Los, Commander. Dann mal los, Commander. Zack, dahin. Ja, die Mission sollen wir auch gleich wohl geschafft haben. Weil ich hätte. Könnte sie schon längst zu Ende sein. Wir warten hier noch den Stim ab und dann alles noch die Panzerung. Feuer gefällig? Ja. Commander? Und dann? Ja, Sir? Ist auch schon fertig. Bestätigt. So. Feuer frei. Machen wir mal da aus Gruppe 1. Feuer 1 geht mir schon hier hin. Allzeit bereit. Dann mal los, Commander. Feuer gefällig? Das? Ja. Gruppe 2 wartet noch eben ein bisschen. Und hier unten finde ich auch schon recht ein Gerät mit ihm. So. Da läuft noch ein Feuerfresser und hier noch ein Marine. Die Forschung ist auch abgeschlossen. Feuer gefällig. Da noch den Marine ab. Mal los, Commander. So, die Mine. Hier ist Jimmy. So, Gruppe 2. Na klar. Und los geht's. Aber klar doch. Sollen wir reinmachen? Gruppe 1 stürmt los. Vorwärts, Männer. Wir zeigen es den Zerg. Schön mit dem Flammenwerfer. Läuft. Sollen wir reinlassen? Genau. Natürlich. Genau. Feuerkerl. Komm, ruf da nicht blockieren, die Waffe. Profi-Liga-Spieler werde ich wohl nicht mehr. Ich höre. Was zum Geier haben die mit der Kommandozentrale gemacht? Egal, natürlich ist das jedenfalls nicht. Brennt sie nieder, Jungs. Feuer. Okay, machen wir doch. Brennen wir die Fabrik nieder. Na, blockiert euch gegenseitig, Jungs. Das läuft für euch. Komm, jetzt müssen wir die Fabrik abmachen.
Erinnerung. Sehr gut. Und das war die Fabrik. Ich empfange soeben eine neue Nachricht. Marshall Rayner. Sie und Ihre Männer haben gegen geltendes Kolonierecht verstoßen, als Sie eine lebenswichtige Installation der Konföderation zerstörten. Sie alle stehen ab sofort unter Arrest. Ein guter Rat. Legen Sie Ihre Waffen auf den Boden und kommen Sie mit erhobenen Händen heraus. Seid ihr übergeschnappt? Wenn wir die verdammte Fabrik nicht abgefackelt hätten, wäre die gesamte Kolonie überrannt worden. Wenn ihr auf dem Weg hierher nicht so verdammt rumgetrödelt hättet. Ich hab's auf die nette Art versucht, Kleiner. Ich bin nicht hergekommen, um mit dir zu plaudern. Also weg mit den Waffen! Hab noch nie einen Konföderierten getroffen, der nicht ein absolutes Arschloch gewesen ist. Tja. Was soll man da noch sagen? Da hätten wir die Mission auch geschafft. Mal gucken. Nicht der Einheit 49. Verlorene 4. Okay. Wo waren denn die anderen? 6. Okay. Da haben wir 6 wohl übersehen. Aber hab's erhöht. Hey Sarge, warum müssen wir uns den Mist hier eigentlich dauernd anhören? Weil ich der Chef bin, deshalb. Oh Mann, du redest wieder mal nur Schwachsinn heute. Und außerdem bist du sowieso nicht mein Boss. Hey, was ist denn das? Das wird unsere neue Kühlerfigur. Voll erwischt. Hast du den Köter von so einem armen Kerl erlegt, Sarge? Das ist ein Zerg, Lindester. Eine Art kleiner Zerg. Die würden sich nie so weit raustrauen, außer... Oh, Scheiße. Ich liebe dich, Sarge. Ja, und das war das letzte Intro. Empfange Übertragung. Kommunikationsverbindung aufgebaut. Ich habe Ihre Nachricht erhalten, Magistrat. Und ehrlich gesagt, ist es mir völlig egal, was Sie zum Thema Regeln und Gesetze der Konföderation zu sagen haben. Ihr verdammten Hinterwäldler seid doch alle gleich. Ihr wisst nicht, wo eure Loyalität liegt. Also dann mal einen schönen Tag. Oder wie man bei euch sagt. Ende der Übertragung. Ja, danke schön. Der von Ihnen angeforderte Bericht ist fertig. 16 Außenstationen berichten über Sichtung der außerirdischen Invasoren. Diese wurden inzwischen als Zerg identifiziert. Die Konföderation hat alle aktiven Milizen unter Arrest gestellt und geht weiterhin jeder Konfrontation mit dem Zerg aus dem Weg. 3 Stationen sind bereits in die Hände der Zerg gefallen. Es war nicht möglich, irgendwo militärische Hilfe aufzutreiben, mit einer Ausnahme. Die Extremistenorganisation, die sich Sons of Korhal nennt. Ihr Verbindungsoffizier wartet auf der anderen Leitung. Na super. Guten Tag, Magistrat. Mein Name ist Arcturus Gmensk und ich vertrete die Sons of Korhal. Sie kennen natürlich die Propaganda, die die Konföderation über meine Gruppe verbreitet. Aber Sie stehen in dem Ruf, hinter die Kulissen sehen zu können. In der Vergangenheit haben wir niemals sehr lange an einer Stelle operiert, aber diese... Zerg machen nicht den Eindruck, als ob sie lange fackeln würden. Ich habe Ihnen ein Angebot zu unterbreiten, Magistrat. Wie wäre es, wenn ich Ihnen unter die Arme greifen und ein paar Transporter runterschicken würde, die bei der Evakuierung von Überlebenden helfen? Das wäre nett. Sie wissen natürlich, dass meine Organisation außerhalb der Gesetze der Konföderation operiert. Das ist auch der Grund, warum die Regierung Lügen und falsche Informationen über uns verbreitet. Wenn Sie unsere Hilfe annehmen, gelten auch Sie als Verbrecher. Aber Sie haben die Chance, diese Leute zu retten. Jetzt heißt es Farbe bekennen, Magistrat.
Ende der Übertragung. Roter Alarm. Evakuierungszone wird von den Zerg-Streitkräften angegriffen. Notsignal aktiviert um 12:20. Okay. Aber ich würde sagen, wir machen hier eben eine kurze Pause und dann sehen wir uns gleich auf der Evakuierungszone wieder. Bis dahin. Ciao.